einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Wartet mal, ich muss erstmal. So. Machen wir mal ein bisschen leiser. Passt das auch schon ein bisschen besser. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und zwar kann ich euch kurz zeigen, Downwards Böbel Horus Station. Da unten steht jetzt VR, lasst euch dadurch nicht beeinflussen. Ich spiele, wie ihr seht, ohne VR. Es ist so spielbar, wir können aber im VR-Modus nutzen, wenn wir das möchten und wenn ihr VR habt. So, wir haben Mehrspielermodus und Story-Modus, Extras. Entwickler, Tagebuch, Ton. Ja, egal. Wir machen jetzt erstmal Story, neu. Was haben wir denn da noch? Aktauswahl. Hm, habe ich nichts, weil ich ja noch nicht gespielt habe. Machen wir einfach neu. Bekämpfen. Geschichte zum Forscherfolg. Kämpfer. Wähle Bekämpfen, um Horus-Station mit allen feindlichen Gefahren zu erleben. Wähle Erforschen, um Horus-Station ohne feindliche Gefahren zu erleben. Achso, wir können nur erforschen ohne Gefahren und wir können mit Gefahren. Machen wir mal mit Gefahren. Und Online-Koop. Oh, wir haben ein Online-Koop. Option für Match. Ah, okay. Passwort für Match. Cool. Also könnt ihr so ja Koop spielen. So, wir machen aber Solo. Ah, okay. Ja, doch, sieht. Ja, bevor ja, ich auch mal so die Hände dran. So, kann der dran, sehe ich auch die Hände so. Achso, das ist mein Helm, wo ich oben gucke, oder? Auf VR sieht das bestimmt cool aus. Wenn du nur so die Hände hast und dann so schwebst über dem Wüstenboden. Horus-Station. Ja, das Auge war eben auch so ein Ladebildschirm und das sah auch aus wie das Auge des Ra, bloß halt so mehr so technisch gemacht. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wartet mal, ich muss mal gucken. So. Ich mache jetzt mal Lautstärke vom Headset auf 80. Dann sollte das jetzt eigentlich gut gemischt sein. Fortsetzen. Haltet fest. So. So, drücken. Okay, jetzt greifen wir. Zum Abstoßen.
Macht keinen Spaß. VR-Market vielleicht mit Yin, aber... Ich drücke, so wie ihr seht, ich soll den L nach vorne drücken. Dann halte ich fest. Zweitens. Abstoßen und schweben. Loslassen. Mache ich ja. Aber... Jetzt hat er mal mehr gemacht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Zu. Da muss man sich jetzt hier... Okay. Also hier, so vom Optischen ist es echt cool gemacht und sehr düster und so. Aber ich finde es bis jetzt echt langweilig. Vielleicht ist das auch wirklich so ein Titel, was man mit VR spielen muss, damit hier Stimmung aufkommt. Ach, jetzt geht's endlich. Können wir uns wenigstens vorantasten. Ah, hier.
dritte, oder? Ich sehe hier auch keine weiter. Also hier mit Haken. Ist ja so gemacht, dass es knifflig ist, aber der Anfang hat mir echt keinen Spaß gemacht mit der Bewegung. Jetzt mit dem Haken sieht es schon ein bisschen besser aus. Da haben wir jetzt schon mehr Möglichkeiten. Hier, das meinte ich. Bestimmt gebrauchte Klebeband, oder? Ah, okay. Ich habe eine Waffe.
immer noch scheiße mit der Steuerung manchmal. Schon wieder. Bin schon wieder tot. Ich würde sagen, dann lassen wir für heute hier. Das ist ein Spiel, was mir jetzt eher nicht so viel Spaß macht. Es hat stellenweise so Sachen, wo ich sage, cool, mit dem Haken da durch und so. Aber die Steuerung ist, und dann musst du in der Schwerelosigkeit die Viecher da treffen, was schwer ist. Man kann es mit VR und ohne VR spielen. Ja, ist auch, hat was auf seine Art. Also ich denke mal, einige werden es mögen, aber für mich ist es jetzt ehrlich gesagt nichts. Also die Grafik, so schlecht sieht sie nicht aus, und die Steuerung und so. Ja, am Anfang ist die Steuerung für einen Arsch. Für einen Arsch, wenn du damit nur mit der Hände und dann abstoßen und so einen Scheiß. Aber sobald man dann hier den Haken hat, dann geht es eigentlich relativ gut voran. Aber so ist es jetzt. Also ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber für mich ist es jetzt in dem Augenblick erstmal nichts. Da müsst ihr euch selber euer Bild drüber machen. Ich hab's nur angezockt. Ich denke mal, für einige wird es was sein. Aber für mich jetzt in dem Augenblick ist es jetzt nicht so mein Fall. So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen war Träumchen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.